Il colpo di spugna della Germania sui manager tedeschi della Thyssen condannati in Italia sembra al momento scongiurato. L'ordine di carcerazione dei due manager, emanato in Italia nel 2016, è applicabile anche in Germania. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Essen, che si è pronunciato in proposito il 17 gennaio sul caso di Harald Eschenhahn e il 4 febbraio su Gerhard Prignitz. Secondo quanto spiegato dal portavoce del Tribunale, i due manager hanno impugnato la decisione presso la Corte di Appello di Hamm e non potranno essere arrestati prima della pronuncia. In Germania i due non potranno comunque scontare una pena superiore ai 5 anni di carcere, cioè il massimo previsto per il reato di omicidio colposo. La Cassazione, in Italia, aveva condannato Eschenhahn a 9 anni e 8 mesi e Prignitz a 6 anni e 10 mesi, in seguito al rogo del 6 dicembre 2007 negli stabilimenti di Torino, dove morirono 7 persone.
Wenn man das alles zusammenfasst, dann ist es offensichtlich, dass bei uns, bei ThyssenKrupp, in der Vergangenheit sehr viel schiefgelaufen ist. Wenn wir uns dieser Krise heraus wollen, dann müssen wir uns ehrlich fragen und uns klar machen, wie konnte eine derartige Entwicklung überhaupt möglich sein? Es gab sicher bisher ein Führungsverständnis, in dem Seilschaften und blinde Loyalität oft wichtiger waren als unternehmerischer Erfolg. Und man muss auch sagen, es herrschte wohl bei einigen die Ansicht, dass Regeln, Vorschriften und Gesetze nicht für alle gelten. Transparenz ist für uns jetzt besonders wichtig, gerade wenn es um die Frage geht, wer ist im Vorstand und im Aufsichtsrat verantwortlich?